Löwenfunk, der Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen, präsentiert von der WTG-Gruppe mit Host Kevin Gavin. Hallo liebe Löwenfans, willkommen zur Folge 80 des Löwenfunks, dem Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen. Wir erscheinen dieses Mal an einem Freitag und nicht wie sonst an einem Mittwoch, hat terminliche Gründe und wird sich auch in dieser Saison leider nicht so ganz vermeiden lassen. Es gibt ja auch ein paar neue Spiele, die der neue übertragende Sender bedingt, ein paar Spieltage neue, wir haben ja jetzt zum Beispiel auch schon mal an einem Montag gespielt. Wenn dann noch später europäische Spiele dazukommen, dann kann es sein, dass sich das mal ein bisschen verschiebt. Also, wir bleiben flexibel. Am besten abonniert ihr einfach den Podcast, dann verpasst ihr nämlich sowieso schon keine Folge. Folge 80, kleines Jubiläum, da braucht es einen ganz besonderen Gast. Ich freue mich und begrüße hier im Trainingszentrum der Rhein-Neckar-Löwen Andi Wolf. Ja, danke, schön, dass ich da sein kann. Schön mit dem Nusskringel gerade. Ja, der Nusskringel ist fantastisch, das ist ein Götz. Kann ich absolut nur empfehlen. Da macht er sofort Werbung. Weißt du, was? Du warst schon mal zu Gast. Du bist der einzige externe Gast, der ja schon zum zweiten Mal bei uns ist. In Folge 28, kleines WM-Special. Ich weiß gar nicht so genau, ob ich den Wunsch äußern soll. Also wir haben danach relativ oft in der Zeitung gestanden. Das werden wir jetzt heute vermeiden, definitiv. Ob das der Anspruch ist oder ob wir das nochmal so machen wollen. Nee, wir haben einmal diese Wellen geschlagen. Und jetzt bleiben wir ganz entspannt. Ja, schauen wir mal. Wir haben ja noch ein bisschen was vor uns. Wir sind ja noch ganz, ganz am Anfang. Erstmal natürlich die harmlose Frage. Was verschlägt dich hier? Du bist ja quasi momentan ein Wahl-Kronauer, kann man sagen. Ja gut, abgesehen davon, dass die Mitte Deutschlands, Süden Deutschlands, je nachdem, aus wessen Perspektive du siehst. Ich habe, glaube ich, schon mal Mitte Deutschland gesagt und dafür Kritik geerbt. Man möchte, dass ich also doch eher im Süden Südwesten ist, befindend ich. Wissen. Sag ich mal Süden, im Süden Deutschlands, abgesehen davon, dass der natürlich sehr schön ist. Klar, habe ich auch durch dich, ja, witzigerweise, also durch Kevin Gavin, an die, die jetzt kein Gesicht vor Augen haben, die Möglichkeit die bekommen. Die Glücklichen. Ja, die müssen nicht so leiden wie ich gerade. Die sitzen auch noch gegenüber, also für die Zuhörer, das ist schlimm. Nee, habe ich das große Glück, dass die Rhein-Neckar-Löwen mich unterstützen bei meiner Reha, um meinen Bandscheibenvorfall auszukurieren und darf deshalb unter der Woche hier im wunderschönen Kronau meine Kreise ziehen. Wie gefällt es dir denn hier so? Also ich finde es ja immer super interessant, dass mal andere Leute, die jetzt noch nicht so oft hier waren, du warst mal hier mit der Nationalmannschaft, hast du gesagt, ne? Ach, mit der Jugendnationalmannschaft. Ja. Aber da waren noch andere, sah das noch nicht so aus wie jetzt hier. Wie gefällt dir das hier so? Also mir gefällt es hier wirklich gut. Ich habe auch einer der ersten Tage nach der Reha, als ich von Zutzenhausen hier rübergefahren bin, zum Sascha, zum Physiothermin, habe ich einfach mich gefühlt wie so ein Sonntagsfahrer. Ich habe die Fenster runtergemacht und bin dann ganz entspannt hier über die Zubringer gecruised und habe einfach das schöne Wetter und die schöne Landschaft genossen. Ja, also innen dran, willkommen zurück in Deutschland, 30 Autos, die ihn angehubt haben. Das hat auch jetzt mal über rechtes Gas. Ich habe nur meinen Hut vergessen, um zu kennzeichnen, dass ich Sonntagsfahrer bin. Aber ich habe darauf geachtet, ich war ganz alleine unterwegs, war dann auch irgendwann, ich weiß gar nicht, 11:30 oder sowas. Also war kein anderer Mensch unterwegs und dann bin ich einfach ganz entspannt herumgefahren und hab mir alles angeguckt. Also wird man einfach, da hält nicht nur der Geist, nicht nur der Körper, sondern auch der Geist. Super, jetzt weiß ich schon, was ich dir zu deinem nächsten Geburtstag schenke. Ein Reiserundführer in Deutschland. Nein, oder was? So ein Wackeldackel für deine Ablage hinten in deinem Mercedes. Das wäre perfekt. Der Sonntagsfahrer Andi Wolf. Ja, die Gegend hier ist richtig schön, muss man schon sagen. Ja, ist wirklich schön. Ist echt überragend. Man muss ja gerade sagen, du bist ja auch zugezogen, ne? Quasi nie wieder weggekommen. Hängen gebliebener. Das in doppelter Hinsicht. Ja, ich habe das Gefühl, ich darf mir heute ein bisschen was anhören. Ist aber auch okay. Also dafür haben wir dich ja eingeladen. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Über deine Verletzung sprechen wir später mal noch ein bisschen. Ich freue mich. Wir machen drauf. Immer als allererstes in unserem Podcast eine Rubrik, die heißt Löwen aktuell. Jetzt haben wir ja einen großen Vorteil. Du warst in der Halle bei unserem Heimspiel gegen Erlangen. Wie haben dir die Löwen an dem Tag gegen den HCE gefallen? Die Löwen an dem Tag haben mir sehr gut gefallen. Allen voran natürlich die Torhüter, Appelgren und Spät. An der Stelle natürlich Glückwunsch zu deiner Vertragsverlängerung, David. Was ich persönlich, weiß nicht, ob wir das später noch aufgreifen würden. Wahrscheinlich ja, deshalb äußere ich mich dann wahrscheinlich später dazu. Kannst du auch jetzt, wir haben ja keinen festen Plan, also hau raus. Was ich von Seiten der Löwen, aber auch von David einen sehr gelungenen Schachzug finde. Also er ist ein für mich das größte Torhüter-Talent, das aktuell so rumläuft. Und zeigt ja auch jetzt schon trotz seines jungen Alters in der Bundesliga fantastische Leistungen.
Und da macht es natürlich nur Sinn für einen Top-Verein wie die Rhein-Neckar-Löwen, solche Spieler mit Perspektive auch an sich zu binden. Und das Spiel gegen Erlangen natürlich hat das auch wieder gezeigt. Da hat er zwar nur 10 Minuten am Ende gespielt, weil Agbegren eben überragend gehalten hat die Zeit davor, hat die Löwen auf die Siegerstraße gebracht, nach so kleinen anfänglichen Schwierigkeiten. Aber insgesamt war das natürlich eigentlich, wenn man die ersten 10 Minuten ausklammert, ein Start-Ziel-Sieg, der ja auch nie irgendwie gefährdet war. Die Rhein-Neckar-Löwen haben sehr stark gedeckt vor Agbegren und dazu noch auch im Gegenstoß sehr stark agiert. Philipp Avanzo, die Offenbarung des Spiels, fantastisches Spiel an der Stelle. Wahnsinn. Also wirklich selten sowas gesehen. Ich glaube, ich habe gelesen, gesehen und danach nochmal gelesen, um das statistisch einordnen zu können. 6 Tore, 3 Assists, 1 technischen Fehler produziert und 1 Steal. Also wieder ausgeglichen, meinst du? Wieder ausgeglichen, den technischen Fehler wieder nicht gemacht. Nein, er hat einen technischen Fehler provoziert, der Gegner. Ach, das heißt, es ist auch, ich habe produziert verstanden. Produziert. Also produziert im Sinne von, dass er den Gegner veranlasst hat, den Ball fallen zu lassen. Also eine fantastische Leistung seinerseits. Absolut. Also waren einige. Ne? David Moret mit einem ganz, ganz starken Spiel auf Außen. Wir haben ja momentan auf Linksaußen so ein bisschen kleines Problemchen, was Personal angeht. Deshalb Max Kessler mit seinem Comeback bei den Profis. Aber David Moret mit einem ganz, ganz starken Spiel. Ich habe das Gefühl, hast du Supercup-Spiel zufällig auch gesehen gegen Kiel? Natürlich habe ich Supercup-Spiel auch gesehen. Ja, du guckst ja, also man muss ja dazu sagen, für alle, die ich jetzt noch nicht so gut kenne, du guckst ja wirklich alles. Also ist ja Wahnsinn. Also ich glaube, ich kenne nur noch einen Menschen, der mehr Handball guckt als du. Und das ist Nikola Jakobsen. Ich glaube, bei dem läuft schon morgens zum Frühstück oben als Frühstücksfernsehen die Partien vom letzten Tag. Ich hab das Gefühl, dass David Moret, weil er ja an dem Tag so ein bisschen Nerven gezeigt hat, was ich glaube ich auch voll nachvollziehen konnte, in dieser Situation einfach, dass er danach nochmal einen richtig krassen Schritt gemacht hat. Ne? Und jetzt ist er 19? Ja, glaub schon. Also mit 19 Jahren ist es ja auch nicht so, dass jetzt gerade gegen den THW bei einem Supercup steht, wo du zum TTG 30 gehst und sagst, okay, jetzt laufe ich einfach rein, jetzt mache ich meinen Trick. Aber krass, gegen Erlangen hat er schon sehr viel Reife gezeigt. Ist natürlich auch zugegebenermaßen eine andere Situation. Weil wenn du mit 10 Toren vorne liegst, dann kannst du die Bälle halt auch mal leichter reinschmeißen, als eben beim Spitzhaft-Knopf-Spiel gegen den THW. Nichtsdestotrotz für das Alter natürlich schon sehr, sehr gute Anlagen. Klar, einen Uwe Gensheimer zu ersetzen, das ist in der Form natürlich nicht möglich. Aber das Potenzial, das Talent dazu zeigt er allemal. Und für die 19 Jahre war das schon eine sehr reife Spielanlage gegen Erlangen. Hm. Ja, du hattest ja die Möglichkeit, auch ein paar Gespräche zu führen. Hast dich mit Uwe Gensheimer auch unterhalten in der Arena. Beide im verletzten Stand momentan. Lauft ihr euch hier in der Reha hier und da mal über den Weg auch, oder? Selten eigentlich, weil ich glaube, Uwe macht ja seine Sachen mehr hier und ich bin ja dann drüben in Zutzenhausen unterwegs und wenn, bin ich halt beim Sascha, aber da hatten wir bis jetzt noch keine gemeinsamen Behandlungstermine. Aber wir haben schon ausgemacht, dass wir uns noch zum Abendessen oder sowas treffen, weil ist auch nicht gerade so, dass ich Zeitmangel hätte aktuell, ne? Und ist, er auch nicht. Naja, es ist ja schon eine besondere Situation, wenn solche Sportler, wie ihr sie seid, ihr seid ja nun mal wirklich, ihr seid ja mental auf einem ganz anderen Level. Das macht euch ja wahrscheinlich psychisch komplett fertig, dass ihr, also ihr seid so wie so Stiere an der Leine gerade, oder? Ist das falsch? Ist das, das falsche Bild? Naja, das Tier an der Leine. Ja gut, von mir aus zeichnet Stiere, das Bild. Stier. Das Tier, Stier, an der Leine, ja, es ist schon ungewohnt tatsächlich, also man hat auch das Gefühl, man hat viel mehr Energie, weil ich trainiere zwar 3-4 Stunden am Tag in der Reha, aber natürlich hast du diese mentale Anspannung nicht. Also jetzt hast du keine Wettkämpfe, du hast keine Reisen. Gut, also jetzt hier rüber nach 20 Minuten fahren, das empfinde ich nicht als Reise. Deshalb zum Beispiel habe ich eben gesehen, auf Instagram hat mein Club gepostet, wie sie nach Trondheim reisen und da sagt man so, ja, da ist so eine 20 Minuten Autofahrt etwas angenehmer und das sind natürlich auch die Sachen, die in so einer vor allem langen Saison, wie sie jetzt bevorsteht, unheimlich schlauchen und dich dann eben auch mental mitnehmen und kennt ja jeder, wenn du dich einfach ausgelockt fühlst, dann kommst du einfach auch körperlich oft nicht richtig hoch, außer eben dann durch ein gutes Training oder sowas und von daher, ja, es ist halt schon so, dass irgendwie so ein Energieüberschuss da ist, dass
Sagen mir meine Betreuer auch. Also heute wurde ich auch mehrfach gefragt, ob ich den Fehler begangen hätte, Kaffee zu trinken. Aber ja, du trinkst normalerweise keinen Kaffee, ne? Ich trinke keinen Kaffee, weil ich eben dann zu schnell und zu viel rede. Und das stößt meinen Mitmenschen dann auf. Ja, aber heute Morgen bin ich einfach schon um 8 Uhr ins Training gegangen und ja, ich fühle mich einfach super. War zwar ein bisschen kurz heute, waren nur 2,5, 3 Stunden. Aber dir zuliebe habe ich das dann halt ein bisschen abgekürzt und mal gucken, ich werde dann später noch einen ausgedehnten Spaziergang machen. Wir sind ja Menschen suspekt, die keinen Kaffee trinken, ne? Ja gut, du trinkst ja auch keinen Kaffee, du trinkst, also anders, du trinkst ja weniger Kaffee als vielmehr Zucker mit Kaffeegeschmack. Ja, es ist nicht von der Hand zu weisen, tatsächlich, aber also ich brauche halt 3-4 Kaffee pro Tag brauche ich, sonst bin ich überhaupt nicht lebensfähig. Ja, aber ich weiß jetzt gar nicht, ob du den Kaffee wirklich brauchst oder den Zucker, den du da reinschüttest. Das ist tatsächlich, das ist... Also für die Zuschauer, ich habe das eben gesehen, also er hat hier seinen eigenen Plastikbeutel mit diesen kleinen Zuckertütchen, die man in so Cafés bekommt und sowas. Und normalerweise nimmt man ja da so einen und sowas. Ich habe eben, glaube ich, den halben Beutel in die Tasse reinfliegen sehen. Ich kann sagen, jetzt bitte keine echten Zahlen hier nennen. Keine echten Zahlen, aber es ist halt, nee, ne? Ich habe mitgezählt, deshalb werde ich es jetzt nicht veröffentlichen, aber der Beutel ist groß und die Hälfte passt ungefähr. So hört er sich übrigens an. Wir haben ja keine Zuschauer, sondern nur Zuhörer praktisch. Ja, ist so, ist wirklich so. Das ist auch echt. ASMR, toll. Ich glaube, wirklich gesund ist das auch nicht, aber muss zwischendurch tatsächlich mal sein. Aber also, hast du noch nie Kaffee probiert? Oder? Doch, ich habe auch schon Kaffee getrunken. Okay. Aber gerade beim THW kannst du ja, wenn du mal die Möglichkeit hast, mit jemandem zu sprechen, und die wirst du ja haben, dann kannst du ja mal fragen, wie sich das für die Mannschaft angefühlt hat, als ich dann nur ein Cappuccino getrunken habe. Und auf jeden Fall kannst du auch Kohli fragen, wenn er gleich nochmal rumkommt oder sowas, was das für eine tolle Erfahrung für ihn war. Wenn du Kaffee getrunken hast. Wenn ich Kaffee getrunken habe. Spannend. Du warst Energie. Nicht. Du warst nicht. More Energy. More Footwork. Ja, ich mal merke, du bist auch viel bei Instagram unterwegs. Ich habe Zeit gerade, ja. Ja, deswegen, du warst nicht nur bei uns in der Halle, du warst auch in Eisenach am Freitag, ja. Am Freitag. Samstag war ich in Großwaldstadt. Hast du da auch ein Spiel angeguckt? Da habe ich auch ein Spiel angeguckt. Großwaldstadt gegen Bietigheim. Aber wie ist es so, wieder Bundesliga-Handball jetzt so live zu sehen? Also wie groß ist der Unterschied einfach zur polnischen Liga? Also der Unterschied zur polnischen Liga ist natürlich gigantisch. Das merkt man aber noch mal krasser. Also klar, im Fernsehen kommt es natürlich auch schon gut rüber, aber wenn du jetzt in so einer Halle sitzt und der war jetzt leider nicht ausverkauft, die Halle gegen Erlangen, aber trotzdem waren ja viele, viele Zuschauer da. Die Stimmung war fantastisch. Und wenn man dann auf der Tribüne sitzt und dann nochmal hört, wie das Spiel losgeht, wie die Einlaufshow praktiziert wird, ja, wie die Mannschaften reinkommen, wie die Spieler selber vor dem Spiel sind. Ich habe mich ja mit einigen meiner Kollegen auch aus der Nationalmannschaft unterhalten und da merkst du ja schon so ein bisschen, das ist diese positive, lässige Anspannung, dass du eben weißt, okay, gleich hast du ein Spiel zu spielen, wo du dein Bestes geben musst, um ein gutes Ergebnis erzielen zu können. Und in der polnischen Liga ist das natürlich mit allem Verlaub und bei allem Respekt, ist es eben was anderes. Wenn man jetzt auch die Ergebnisse verfolgt, die ich ja leider aktuell nur online verfolgen kann, dann hat Kielce bis jetzt in der Meisterschaft mit Ausnahme des Spiels in Sabsche, dass sie nur mit 4 Toren gewinnen konnten, jedes Spiel mit plus 20 gewinnen können. Und ich sag mal, so ein Spiel wie Zierer-Neckelöwen gegen Erlangen ist ja auch eher die Ausnahme als die Regel. Mittlerweile, dass eine Mannschaft eine andere mit 10 Toren besiegt, damit war ja so nicht zu rechnen, weil wir haben ja auch vor hatten dem Spiel gesprochen, genau, hatten wir auch dass nicht. Auch gerade hier im Lager ja durchaus befürchtet wurde, dass Erlangen eben 1 oder 2 Punkte entführen könnte, wenn sie einen guten Tag haben, was ja absolut gerechtfertigt ist. Und die Ergebnisse in der Liga zeigen ja auch, dass sogar die Aufsteiger, absolut. Eisenach eben, wo wir waren, habe ich ja auch Eisenach gegen Bading angeschaut. Und das war einfach, das war ein Bundesligaspiel, das war jetzt nicht so wie der ein oder andere Aufsteiger in der Vergangenheit, wo du sagst, so ja, da siehst du, das ist eher Richtung zweite Liga. Die Aufsteiger haben jetzt schon 5 Punkte. Ja, die ist ja und etablierte, krass, ne? Ja, und etablierte die ist Mannschaften krass. Wie Wetzlar oder die Rhein-Neckar-Löwen haben eben. Du bist zum. Haben eben, wir haben doch gescherzt. Er hat doch gesagt, eiskalt. Hat er am Montag gesagt, da war ich am Freitag in Eisenach und bin heute beim Tabellenletzten in Mannheim. Sehr schön. Natürlich der Tatsache geschuldet, dass wir Neckelöwen die Hälfte des Spiels haben. Noch nicht mal. Aber das ist ja trotzdem auch wieder ein Fingerzeig, dass es überhaupt anderen Mannschaften möglich ist, den Rhein-Neckar-Löwen Punkte wegzunehmen. Ja, gerade in der Art und Weise, wie die Löwen in der letzten Saison gespielt haben, was sie eben für eine Mannschaft haben und was für ein Potenzial in dieser Mannschaft steckt. Und das kannst du beim
beim besten Willen eben von der polnischen Liga so nicht behaupten. Du hast natürlich die überragenden Clubs mit Kielce und Płock, die ja beide auch in der Champions League eine respektable oder sehr respektable Rolle spielen. Mhm. Und die insbesondere, glaube ich, in den letzten zwei Jahren international auch sehr viel Anerkennung gewinnen konnten. Und dahinter hast du dann Mannschaften wie Puławy und Zabrze, die natürlich auch in Deutschland bekannt sind, weil sie eben auch in den europäischen Wettbewerben vertreten sind. Aber dann da eben selten auch mal über diese Gruppenphase hinauskommen, mhm. was ja dann eben letztendlich auch ein Indiz für die fehlende Breite der Qualität der Liga spricht. Mhm. Und demzufolge ist natürlich aber auch das Zuschauerinteresse ein ganz anderes. Inzwischen wurden ein, zwei neue Hallen gebaut an dem einen oder anderen Standort. Die sind auch wirklich sehr schön, mhm. aber die Stimmung ist eben nicht vergleichlich. Ich meine, wenn man zum Beispiel jetzt sagt, sprechen wir hier von Mannheim, da sind die Rhein-Neckar-Löwen Fünfter geworden, glaube ich, letztes Jahr. Mhm. Ne? So, wenn wir jetzt zum Tabellenfünften oder wenn jetzt hier zum Beispiel der THW Kiel als Spitzenteam oder als Rekordmeister zu den Rhein-Neckar-Löwen kommt, zum Fünften, da ist die Halle ausverkauft, da ist die Stimmung mhm. Siedepunkt, da kocht es, da ist jeder heiß auf dieses Handballspiel, da wird im Vorfeld darüber berichtet, da freuen die Leute sich drauf, da liegt Spannung in der Luft. Mhm. Wenn wir zum Tabellenfünften fahren, dann ist das also nicht einfach nicht das Gleiche. Es ist halt, du konzentrierst dich natürlich, aber es ist eine ganz andere Vorbereitung beispielsweise auf ein Champions-League-Spiel. Ja, und von beiden Seiten aber gefühlt auch. Also dass der der Tabellenfünfte nicht wirklich daran glaubt, gegen Kielce gewinnen zu können. Ja, das ist ja immer auch so der Punkt ganz oft, ne? dass du dann vielleicht sogar Spieler schonst, weil du sagst, komm. Also das ist tatsächlich schon vorgekommen, dass dann unsere Gegner gegen uns ihre besten oder erfahrensten Spieler geschont haben. Und das ist ja eigentlich auch so ein Zeichen, dass du sagst, okay, wir sind jetzt nicht hier hingekommen, um mit dem Messer zwischen den Zähnen bis zum Ende zu kämpfen. Das ist in Deutschland natürlich anders, aber nichtsdestotrotz, also wenn wir Champions League spielen, bei uns zu Hause in Kielce, auch wenn wir zu Hause spielen, in der polnischen Liga ist die Stimmung fantastisch. Also wir haben wirklich super Fans, die uns sogar bei Auswärtsspielen zahlreich unterstützen. Europäisch bekannt, also das wissen wir ja. Also spätestens wenn Final Four ist und dann ja. die ganze Domplatte, was wir dann ja auch schön finden, in gelb-blau erleuchtet, dann weiß man ja schon, dass... Aber Handball hat einfach insgesamt auch in Polen ganz anderen Stellenwert als bei uns in Deutschland. Voll. In Deutschland sind wir eigentlich schon hinter Fußball so die Mannschaftssportler mit dem meisten Zuspruch, mit dem vielleicht größten Bekanntheitsgrad. Oder auch eben dem größten Interesse, was, wenn man jetzt Großturniere und sowas sich anschaut. Mhm. Oder eben auch mit dem Produkt HBL, die ja nun mal die stärkste Liga der Welt ist. Da haben wir andere Voraussetzungen als in Polen, wo natürlich Fußball ganz klar über allem thront. Aber davor sind dann noch beispielsweise Sportarten wie Volleyball, die sehr viel mehr Interesse haben oder hervorrufen. Die Liga hat natürlich momentan auch einen Vorteil und den fand ich jetzt nicht so vorhersehbar, ehrlicherweise. Also es gab dass so eine ich nicht Phase, da spiele. wenn du deinen Vertrag bis 2028 verlängerst, dann ist es durchaus vorhersehbar, dass du vorerst nicht in Deutschland spielst, muss man ja mal ganz kurz sagen. Nein, aber es gab so diese Phase, als der THW Kiel als Meister Sander Sargosen holt. Da waren die Stimmen laut, dass man gesagt hat, okay, alles klar, jetzt sind wir wieder kurz vor so einer Phase, THW wird 4-5 Mal hintereinander Meister. Und ich weiß nicht, meine, wenn du jetzt mal die früheren Jahre ausklammerst, aber war die Liga schon mal so krass spannend wie jetzt, dass du wirklich jetzt nicht weißt, wer am Ende des Jahres Meister wird? Und es geht nicht nur um zwei Teams. Theoretisch können fünf Teams dieses Jahr Meister werden. Also ich erinnere mich noch, als ich angefangen habe, dass es schon durchaus noch so war, dass du natürlich diese Spitzenteams hattest. Ja, Kiel, Flensburg, Rhein-Neckar-Löwen, Hamburg, die dann den Meisterschaftskampf unter sich ausgemacht haben, natürlich mit dem Dominator Kiel, ganz klar, die dann gefühlt nochmal ein Level über den anderen waren, was sich aber dann nicht auch in den Punkten unbedingt so deutlich widergespiegelt hat, dann, dass die Kieler dann eben mit 2-4 Punkten Vorsprung Meister geworden sind, was aber im Umkehrschluss bedeutet hat, wenn diese Spitzenmannschaften verloren haben, dann in den Spielen untereinander. Ja. Und dann war es zum Beispiel, früher war es so mein Eindruck bei den Spielen gegen den TW einfach so, damals die Mannschaften, und auch wenn ich Spiele gesehen habe, es war so, dass der THW einfach dann hingekommen ist, hat seine Dominanz gezeigt und hat dann aber gesagt, okay, wir führen jetzt mit 5 Toren und wenn ihr jetzt nicht aufbegehrt, dann lassen wir dieses respektable Ergebnis so stehen. Aber wenn du dann angefangen hast, dich zu wehren und wolltest auf einmal mehr, dass sie dann nochmal einen Gang höher geschaltet oder runtergeschaltet und ein bisschen Gas gegeben haben und dann haben sie dich am Ende mit 10 Toren aus der Halle geschossen und das gefühlt so aus dem Handgelenk. Und inzwischen ist die Liga meines Erachtens nach so stark, dass ich fast behaupten würde, dass die
dass die ersten 7-8 Mannschaften fast in der Champions League respektable Ergebnisse einfahren würden, wenn nicht vielleicht sogar mehr. Das glaube ich auch. Und dieser Kampf um die Meisterschaft ist unfassbar eng. Also jetzt haben wir mit dem allseits beliebten Dark Horse Melsungen ja auch zum ersten Mal, glaube ich, dass die Melsungen an 10-0 statt hingelegt haben und zeigen ja auch einfach eine homogenere Mannschaft, ein reiferes Spielauftreten mit Balenciaga und Cristopans mit zwei oder einem fantastischen Torhüter-Duo, natürlich unterstützt bei einem fantastischen Torwarttrainer Carsten Lichtlein, die einfach wirklich eine Top-Spielanlage bis dato zeigen. Die Berliner, die ja seit Jahren schon ihren Kader immer wieder punktuell verstärken und auch ganz offen proklamieren, dass ihr Ziel die Meisterschaft in näherer Zukunft auch ist. Die Löwen haben wir schon angesprochen, eine Mannschaft mit Riesenpotenzial. Kiel natürlich immer verpflichtet, dazu Meister zu werden, weil sie einfach die Tradition haben, weil sie die Mannschaft dazu haben und weil sie einfach dieses, ja, wie kein anderer Verein eigentlich dafür steht, deutscher Meister zu werden oder auch, ich sag mal, die Champions League zu gewinnen, wo sie ja neben Barcelona die Mannschaft sind. Mhm. Oder eben auch Flensburg, die dieses Jahr auch eine unfassbar gute Mannschaft haben. Mit einem fantastischen Torhüter-Duo, mit Spielern wie Pitlick. Die natürlich jetzt, was man aber auch sieht, dass ein Pitlick, der quasi ERF-Spieler des Jahres ist, jetzt in der Bundesliga am Anfang noch nicht zu 100% in Tritt gekommen ist, so wie du es zum Beispiel, muss man ja sagen, bei einem Matthias Gitze gesehen hast, der nach Berlin kam und sofort eine wirklich sehr dominante Rolle im Berliner Spiel, aber auch in der Bundesliga eingenommen hat. Und dass ein Pitlick, der natürlich immer noch herausragende Sachen zeigt, aber natürlich nicht ganz auf diesem herausragenden Niveau, wie du es von Europas bestem Handballer sozusagen eigentlich gewöhnt bist, der bei einem halben Jahr noch kommen wird. Fandst du nicht, dass das nachvollziehbar ist? Also weil Es ist nachvollziehbar, nichtsdestotrotz hat zum Beispiel Gitzel gekommen und war auch sofort auf seinem Niveau. Ja, aber Gitzel ist aber sofort in eine Mannschaft gekommen, die insgesamt, also wo er quasi als mehr oder weniger einzige Verstärkung in dieser ersten Sieben reingerutscht ist und dann ist dieses Fundament einfach schon da gewesen. Bei Flensburg ist gerade so viel in Bewegung, dass es da vielleicht auch ein bisschen hakt und er deshalb vielleicht auch Probleme hat, wie, also insgesamt, also alle sagen immer, Flensburg kann natürlich sein, ja, weil sie die beiden halben gewechselt haben, genau, dass sowohl Pitlick als auch Smeets neu im Verein sind. Aber wenn wir einer sein, Pitlick und Smeets, was haben die in den letzten ein, zwei Jahren wirklich auf die Platte gebracht? Und dann in der Mitte Gottfriedsson, ja, im Tor Buric und Möller. Also diese Mannschaft ist einfach insgesamt fantastisch. Und natürlich auch neuer Trainer. Gut, jetzt für Pitlick nicht, aber für Flensburg. Und na klar, dass so eine gewisse Eingewöhnungszeit eben da ist. Ich sage nur, es kann anders laufen, wie zum Beispiel in Gitze. Aber das sollte eben auch nochmal, glaube ich, für die Liga. Ja, lässt einem so ein bisschen so ein Gänsehautschauer über den Rücken laufen, wenn du überlegst, dass so eine Mannschaft, so wie die spielen jetzt aktuell schon, dass sie dann vielleicht noch ein bisschen Anlaufschwierigkeiten haben und es noch besser machen könnten, dann sage ich mal, wo ist das Ceiling für dieses Team? Ja. Ja, also mit diesen, und das sind die ersten fünf Mannschaften, wo du sagst, die sind fantastisch besetzt und dann sind aber eben andere Mannschaften, wie zum Beispiel Hannover, die jetzt auch diverse Spitzenteams schon am Rande der Liga hatten, ein sehr kurioses, sage ich es mal, Spiel gegen Hannover, das dann mit einem Berlin, meinst du? Doppelten Punktgewinn für Berlin geendet hat. Ja. Ja, das sind Mannschaften, da fährst du auch nicht hin und sagst so, ah, das Spiel haben wir. Ja? Hast du dir das angeguckt, das Spiel? Das Spiel habe ich mir natürlich angeguckt. Oder beispielsweise auch, dass die Lemgoer gegen Flensburg zu Hause einen Punkt holen. Das sind ja jetzt so Sachen, die du, ich sag mal, vor der Saison würdest du ja jetzt nicht unbedingt Geld drauf setzen. Ja? Aber es ist eben nicht ausgeschlossen und dann sprechen wir davon, ich weiß nicht, welcher Platz in die Lemgo letztes Jahr geworden, die sagen wir nicht so gut, 12. oder sowas, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja, das habe ich jetzt nicht so ganz im Kopf, ehrlicherweise. Ach, ich dachte, ich wäre mal Profis am Werk und ich alles jetzt gut vorbereitet. Ei. Dann tut mir leid, TBV, falls ich euch zu weit nach unten eingerankt habe. Sie hatten auf jeden Fall kein so gutes Aber Jahr wie. Es war also und unter dem Niveau, was sie die Jahre davor gespielt haben. Und wie gesagt, dann fährst du eben als Flensburg mit dieser fantastischen Mannschaft, nachdem du das Derby zu Hause gegen Kiel, ja. Ach, das sind sie geworden. Ah gut, dann habe ich gar nichts gesagt. Nein, aber also du fährst zum Tabellenachten. Ich hatte den Eindruck nur, weil das so... Ja, das war auf jeden Fall das erste Mal nicht international und so. Also es waren schon einige Veränderungen. Also, ja, absolut. Jetzt mal ganz ehrlich, also in der Bundesliga ist eben, das ist auch der Punkt zwischen 8. und 13. ist der Unterschied eben nur marginal. Das waren wahrscheinlich trotzdem am Ende nur 4 bis 6 Punkte oder sowas. Ja. 5 Punkte, so, siehst du?
4 bis 6 ist ja genau das. Ja, jetzt hast du die Jungs hier aber auch an der Ehre gepackt. Ne? Wenn ja, du sagst, hier fantastisch auch, dass ihr sofort hier reinfliegen. Sofort wird recherchiert. Und ich schäme mich auch, dass ich jetzt gesagt habe, 12. Da jetzt, kriegst du deine Jetzt Infos. Weiß ich ja schon wieder, dass der hat ja gar keine Ahnung. Guckt der wirklich Bundesliga, ja? Ich könnte auch, also soll mal derjenige kommen, der mir jetzt sagen könnte, wer von 1 bis 18 letztes Jahr welchen Platz gibt es viele, sage ich dir. Aber ich bin leider, muss ich zugeben, ich bin keiner dieser Statistikfanatiker. Also ich gucke mir nicht nach jedem Spieltag die Tabelle an. Und ich muss auch sagen, selbst im Meisterschaftsendkampf gucke ich jetzt nicht an, wie die Minuspunkte verteilt sind. Bei den Spitzenteams weiß ich halt ungefähr, wer gegen wen wo verloren hat. Ja. Aber sonst ist eben die Bundesliga halt nicht so linear, wie man das aus früheren Jahren vielleicht gewohnt ist, dass du sagst, okay, ah ja, die werden gegen die 5 Teams verloren haben und da werden sie Punkte geholt, sondern du kannst einfach überall verlieren. Ich meine, theoretisch hätte Lemgo zum Beispiel auch in Wetzlar verlieren müssen. Die ersten 40 Minuten hat Wetzlar natürlich durch Till Klimke angeführt, ja, der teilweise über 60% Fangquote hatte, haben die super gespielt. Ja, und dann hat aber Wetzlar eben ein bisschen Angst vor der eigenen Courage gezeigt, hat viele Bälle weggeworfen, sodass sie jetzt erst gegen Göppingen, die ja eigentlich auch traditionell eine sehr starke Mannschaft haben, die auch in den letzten 2 Jahren überhaupt nicht in den Tritt kommen und auch gerne ihre Punkte mal zu Aufsteigern geben. Mhm. Ja? Und du hast wirklich alles geguckt, ne? Ich guck alles. Das ist der Wahnsinn. Ich muss ja sagen, durch dein ist es ja auch jetzt fantastischerweise möglich. Ja, man kann Review, Das ist ja wieder so Real Life gucken kannst und dann mache ich es tatsächlich auch oft so, wenn es interessante Partien sind, und das sind ja eben fast alle oder eigentlich alle, dass ich es so mache, dass ich ein Spiel gucke und dann versuche ich mir schnell die Augen zuzuhalten, den Ton auszumachen und schnell das andere Spiel zu gehen und das auch nochmal zu gucken. Oh, Wahnsinn. Ja, aber gut, es ist ja, die Situation ist die, du bist im Hotel momentan in der Nähe von Kronen, bei Schönborn, glaube ich. Ja. Genau. Und ja, klar, da ist natürlich, Family ist nicht mit und so, hast du natürlich super, super viel Zeit. Ich hoffe, das WLAN ist gut im Hotel. Das WLAN ist gut, das haben wir ja auch dank deines Intervenierens hinbekommen. Meines? Du bist aber ich denke, das wird jeder, mindestens der jüngeren Zuhörer, mindestens mal verstehen, dass man jetzt nicht wochenlang in einem Hotel leben kann, wo das WLAN bescheiden wäre und man könnte nicht mal beispielsweise einen Twitch-Stream oder eben Handball schauen. Ja? Also viele Grüße an die Villa Medici. Andi ist zur Rezeption gegangen und hat den Rezeptionisten quasi hochgeschickt, den Router neu zu starten. Ich habe ihn nicht hochgeschickt, ich habe gefragt. Er hat es auch selber weil wir, gemacht. Ich muss jetzt klarstellen. Ja auch. Wir sind hochgegangen und sind ins Zimmer gegangen, habe ich natürlich als erstes das WLAN ausprobiert, weil das Zimmer war fantastisch. Ja, das hatte ich so erwartet. Das hattest du noch gar nicht gesehen. Als wir oben im Zimmer standen, ja. Gut, dass der Kevin jetzt wieder nicht folgen kann, ne? Ja. Ist ja nicht nur beim Laufen so. Wobei, im Moment kriegst du mich im Laufen wahrscheinlich. Da sind wir hochgegangen. Das Zimmer sah natürlich fantastisch aus. Ja, super Aussicht und alles. Wirklich auch sehr geräumig. Wirklich sehr zufriedenstellend. Aber ich habe gesagt, also wenn ich jetzt kein WLAN habe, mit dem ich beispielsweise Handball schauen kann, dann kann ich da jetzt nicht wochenlang bleiben. Weil so viel Datenvolumen habe ich einfach nicht. Dann sind wir halt nochmal runter und haben gesagt, ah, das WLAN ist eigentlich so gut, das würde ihn überraschen. Und das hat sogar eigentlich für uns nochmal hoch und hat dann den WLAN-Repeater, den Wi-Fi-Repeater im Stockwerk neu gestartet und dann hat sich das halt wieder gelöst. Also von daher tadellos, absolute Empfehlung meinerseits. Trägt zu meiner Heilung auf jeden Fall auch gut mit bei. Jetzt ist Andi Wolf momentan wahrscheinlich der Nummer 1 Experte in Deutschland. Gut, ich wusste ja nicht mal, welcher Platz Lemgo sitzt, aber also kann ich ja keine Experte sein. Aber dieses Jahr offensichtlich schon. Du hast aber wahrscheinlich auch, also kannst du hier die Kielce-Spiele gucken? Die Kielce-Spiele kann ich gucken, ja. Nee, kann ja sein, dass es also, solche Blocker gibt oder äußere ich mich jetzt nicht zu. Naja, ich habe das schon öfters gehabt, wenn ich in Österreich irgendwo beim Skifahren oder was, dann funktionieren so Sachen wie Sky, Dine und so halt einfach schlicht nicht mehr ganz oft. Das war jetzt, darauf zielte die Frage eher ab. Der Champions League Start für Kielce war jetzt nicht ganz so erfolgreich. Ja gut, jetzt ist ein Spiel gespielt worden und das ist eine Mannschaft, wo Spieler wie Niklas Landin und Mikkel Hansen vertreten sind. Ich denke, dass natürlich der Anspruch grundsätzlich in Kielce ist, dass wir jedes Spiel gewinnen wollen, dass wir jedes Spiel gewinnen können und das insbesondere zu Hause, wo wir in den letzten Jahren eine absolute Macht waren. Natürlich eben auch durch die angesprochenen Zuschauer, klar, aber eben auch dieses einfach das Gefühl, dass die Leute nach Kielce kommen und eigentlich davon ausgehen, dass es nichts zu holen gibt. Mhm. Und es war ein spannendes Spiel. Die Mannschaft hat eigentlich gut gespielt. Es hat halt leider, wie so oft in diesen Spitzenspielen, an dem Tag in entscheidenden Situationen
ja, vielleicht 1-2% Konzentration, vielleicht ein bisschen Glück gefehlt, um das Spiel dann für uns entscheiden zu können. Ich bin aber frohen Mutes und optimistisch, dass sie das im Spiel gegen Kolstadt schon besser machen werden und dass sich diese Niederlage nicht mehr auswirken wird als die vor 2 Jahren in Bukarest. Wie steckt so eine Mannschaft das weg, wenn man einfach zweimal so nah dran ist am Champions League-Titel? Ja, die Frage muss ja jetzt kommen, ist ja klar. Mitten ins Herz. Es tut mir sehr leid. Da sitzt man hier an einem schönen Nachmittag, Mittag. Hast du jetzt gedacht, wir reden die ganze Zeit über das WLAN-Niveau in deinem Hotel oder was hast du dir jetzt gedacht? So ein schöner Mittag, die Sonne scheint, es ist grün. Ja, die gute Laune lacht uns einmal raus und dann kommt erstmal das Messer ins Herz. Bam, du hast 2 Champions-League-Finale hintereinander verloren. Ich habe nicht gefragt, wie du das wegsteckst. Das weiß ich, dass du das wegsteckst. Aber wie geht denn Talant, wie geht denn Kielce, das Team damit um? Wie soll ich das denn wissen? Ich bin doch hier. Aber du hast ja die Vorbereitung mitgemacht und Co. Nein, also natürlich ist die Stimmung in der Mannschaft so gewesen, dass wir sagen, ja, jetzt haben wir wieder verloren. Und auf ähnlich dramatische Weise wie im Jahr zuvor, dass man eigentlich sagt, Wir haben geführt im Spiel, wir hatten die Chance zu gewinnen, weil wir den Ball Sekundenverschluss hatten und haben das Tor nicht gemacht. Und ja, es tut natürlich weh, aber wir haben gesagt, okay, jetzt haben wir es nicht gewonnen, dann werden wir es eben zum dritten Mal probieren. Warum nicht? Wenn wir 2 miteinander im Finale waren, können wir auch ein drittes Mal kommen. Mhm. Und alle guten Dinge sind 3, sagt man ja so schön. Ja. Klar, haben wir die ganze Vorbereitung eben darauf hingearbeitet, das Ziel wieder zu erreichen. Haben wir natürlich wieder unsere Ziele gesetzt für diese Saison. Ja, dass dann natürlich Ausfälle passieren, ist sehr schade. Aber das ändert ja nichts daran, dass wir am Ende der Saison ganz oben auf dem europäischen Thron endlich auch mal sitzen wollen und nicht nur die Krone weiterreichen müssen. Bis dahin sehr, sehr wahrscheinlich und hoffentlich auch bald wieder mit dir im Team. Und damit wechseln wir jetzt einfach mal die Kategorie. Das war die erste Kategorie. Ja. Ich hoffe, die Leute haben Zeit. Ey, das Ding geht immer. 3/4 Stunde haben wir. Ja, das haben wir jetzt schon fertig. Halbe Stunde erst. Ja, fantastisch. Jetzt kommen die Bild-Zeitungsthemen. Und mein Nusskringel lacht mich hier so von unten die ganze Zeit so an. Isin. Nein, ich bitte dich. Dann können wir es da durchziehen. Nein, ich hole mir jetzt einen Kaffee und du isst deinen Nusskringel. Jetzt mach weiter. Jetzt sind wir gerade im Flow drin. Jetzt haben wir eine gute Stimmung. So. Jetzt haben wir eine gute Stimmung. Wie ist die Stimmung? Ja, du hast dir einen Bandscheibenvorfall zugezogen. Ich weiß gar nicht, wie man das sagt. Das ist, man weiß ja auch nicht so genau, wann, wie, wo das passiert ist irgendwie. Hat sich ja auch nicht sofort irgendwie geäußert. Ich bin einfach alt. Naja, das würde ich jetzt nicht sagen. Aber die wichtigste Frage ist ja erstmal, wie geht's dir momentan? Ja, mir geht's gut. Ich bin jetzt seit der zweiten Spritze bin ich mehr oder weniger schmerzfrei. Was in den ersten 2 Wochen noch schwierig war, war das Schlafen. Da konnte ich eben des Nachts nicht durchschlafen. Bin oft mal so gegen 4:30, 5 oder sowas das erste Mal aufgewacht und habe mich morgens auch echt schlecht gefühlt. Inzwischen ist es, also nach der ersten Spritze war es dann immerhin so, dass es sich gebessert hat, dass ich durchschlafen konnte. Dann habe ich so 3-4 Stunden gebraucht am Vormittag. Bis sich das alles so ein bisschen eingegroovt hat, sage ich mal, dass halt nicht jede Kopfbewegung sozusagen wehgetan hat. Aber seit der zweiten Spritze dauert das, also heute Morgen habe ich geguckt, ich glaube nach 10, 15 Minuten war es schon gut, da habe ich schon gar nichts mehr gespürt, das Schmerzniveau im Allgemeinen ist runtergegangen und in der Reha mache ich auch schon gute Fortschritte. Sascha Panda, euer Physio, jetzt auch mein Physio, macht da meines Erachtens eine fantastische Arbeit, ist sehr zufrieden mit dem Fortschritt und eben auch in dem im Reha-Zentrum der TSG ist man durchaus positiv über die Trainingsfortschritte. Mir persönlich macht das mit den Jungs sehr, sehr viel Spaß. Jungs und Mädels natürlich. Sehr, sehr viel Spaß. Es ist eine sehr professionelle, aber doch sehr lockere Atmosphäre. Das Training macht wirklich richtig Laune und da könnte man fast vergessen, dass man verletzt ist, wenn man nicht ab und zu einfach den Kopf dreht und es in die Schulter reinzieht. Ja. Es ist ja auch schon ein ziemlich kompliziertes Ding, muss man ja schon irgendwie auch sagen. Das ist ja nichts Einfaches. Das strahlt überall hin. Nee, so. Das strahlt nicht überall hin. Das ist, das ist ja zwischen C6, C7, der Bandscheibenvorfall. Und beim Bandscheibenvorfall ist es wohl so, dass diese
Flüssigkeit zwischen den Bandscheiben rausläuft, die geht dann auf das Rückenmark, das drückt dann auf diesen Nerv und dieser Nerv ist dann gereizt und das hat dann zur Folge, dass man eben, wenn man zum Beispiel jetzt nachts liegt, viel liegt oder sowas, dass das natürlich dann die ganze Nacht da drauf drückt und wenn man dann aufwacht, ist das natürlich dann wieder resettet und ist dann nicht so schön eingeölt, sage ich mal, sondern halt wieder ein bisschen eingedrückt, ein bisschen steif und das verursacht dann diese Schmerzen. Und die triggern sich eben dann beispielsweise, wenn ich den Kopf drehe oder sowas. Oder würden sich wahrscheinlich auch triggern, wenn ich jetzt irgendwas anheben würde, was ich seit der Diagnose nicht mehr mache. Weshalb ich mir oft ziemlich nutzlos vorkomme. Ich dachte, C6, C7 wären Zähne. Nee? Vielleicht auch, aber... Also ihr solltet vielleicht nicht zu sehr auf das medizinische Thema versteifen, weil sonst verlieren wir... Ich habe einen Bandscheibenvorfall zwischen den beiden Backenzähnen hier vorne. Jegliche Authentizität, was unsere Meinung betrifft. Ja gut, wir haben da eh keine Ahnung von. Also das wollte ich damit sagen. Ja, schon klar. Also ich habe auch viel gelernt in den letzten Wochen, das muss ich auf medizinischer Seite. Du hast dich dann dazu entschlossen, die Therapie, die Zeit jetzt erstmal hier in Deutschland zu verbringen, quasi jetzt hier so im Kosmos der Rhein-Neckar-Löwen. Wie sehr hilft dir das aber auch, hier Leute zu treffen, die du kennst, mit denen du auch einfach mal quatschen kannst? Es läuft dir der Kohli mal über den Weg, hier läuft dir der Olli Rogisch mal über den Weg. Das hilft das mental? Ja, natürlich. Mit dir verbringe ich ja sehr viel Zeit, wie du weißt. Da haben wir jetzt unseren Bäcker vorne. Neue Lieblingsspeise, Frikadellenbrötchen. Das stimmt. Ist auf jeden Fall ein ganz neuer Erfahrungshorizont. Das hilft mir natürlich schon. Ich hatte auch von Anfang an gehofft, als ich das Bild gesehen habe, das erste Mal von diesem Vorfall, dass ich die Reha eben in Deutschland machen kann, weil ich auch denke, dass Kommunikation eben auch gerade, was die kleinen Details, was in dieser Verletzung angeht, sehr, sehr wichtig sind. Weil dann zum Beispiel Sascha immer wieder fragt, wenn er behandelt, zieht das da ein bisschen rein, strahlt es ein bisschen rein. Und ich denke, auf Polnisch wäre es schon sehr, sehr schwierig, mich da auszudrücken. Im Englischen würde ich es wahrscheinlich hinkriegen, aber ich denke, dass eben da auf Deutsch am das besten rüberkommt. Badisch hier, verstehst du? Also die Leute versuchen ja Hochdeutsch mit mir zu sprechen. Das weiß ich auch sehr zu begrüßen. Aber ich habe ja 7 Jahre in Kirchzell gewohnt. Das ist jetzt auch nicht so weit weg. Also ich kann den Kauderwelsch hier durchaus einordnen. aber ich denke, dass die Kommunikation da eben sehr wichtig ist. Und klar, es hilft natürlich auch Handballspiele zu sehen, muss ich sagen. Auch wenn mich das eher motiviert, wieder zu spielen. Mhm. Weil ich dann selber Bock habe, auf die Platte zu gehen. Aber es lenkt einem einfach so ein bisschen von der Tatsache ab und klar, es ist natürlich von Vorteil, wenn wir jetzt was essen gehen können oder irgendwas machen können, Handballspiele anschauen können, als wenn ich einfach nur alleine in einem Hotel irgendwo sitzen würde und die ganze Zeit Däumchen drehe oder Twitch gucken muss. Wie? Oder Podcast hören. Oder Podcast hören. Bist du ein ungeduldiger Mensch? Ich? Ja. Doch. Die einen sagen so, die anderen sagen noch mehr. Sehr schön. Also ja. Ja, definitiv. Wie sehr musst du dich dann gerade so zurückhalten? Weil das, wenn du sagst, du bist eigentlich schmerzfrei, dann ist man ja schon manchmal auch verleitet. Ja, überwiegend schmerzfrei. Also es triggert immer noch genug, um mich daran zu erinnern, dass da was ist. Okay. Und ich habe mir eben auch sagen lassen von den Ärzten, dass das etwas ist, was man mit Übermut eher nicht in den Griff bekommt, sondern dass es wirklich sehr wichtig ist, dass man gezielt arbeitet, dass man Schritt für Schritt vorangeht, um da nicht zu überstürzen und dann eben keine Rückfälle oder Verschlimmerungen zu erleiden. Ich zügel mich da ganz gut, wobei ich eben auch sagen muss, dass Sascha und das Team in Hoffenheim eben auch sehr stark Wert darauf legen, mich entsprechend zu fordern mit den Möglichkeiten, die uns eben gegeben sind. Ich meine, ich kann ja immerhin 4 Stunden am Tag trainieren, das ist ja etwas, auch wenn 1 Stunde davon einfach nur auf dem Fahrrad rumsitzen ist, aber so kriege ich ja wenigstens ein bisschen Energie raus und natürlich würde ich gerne sofort wieder aufs Handballfeld zurückkehren, aber ich sage auch, ich nehme lieber meine Zeit jetzt und lasse es jetzt ein bisschen ruhiger angehen, um dann eben auch wirklich wieder in sichere Gewässer schippern zu können, als wenn ich jetzt sage, ich mache Hauruck Harakiri und versuche da irgendwie durch Glück nicht zu verschlimmern und dann früher zurückzukehren, weil das eben anscheinend bei der Verletzung keinen Sinn hat. Wenn es ein normaler Muskelfaserriss oder sowas wäre, dann hätte ich gesagt, komm, nach 2 Wochen bin ich wieder da, das ist mir egal. Aber bei der Geschichte ist es eben nicht förderlich. Und deshalb bin ich persönlich einfach gerade sehr glücklich über alles, was ich trainieren kann. Ich freue mich über jeden kleinen Fortschritt. Ich frage jeden Tag, ob wir noch was Neues machen können. Wie gesagt, die Trainer da,
denken sich auch jeden Tag was Neues aus, immer wieder so ein kleiner Fortschritt. Mhm. Und das sind eben diese kleinen Erfolge, an denen ich mich aktuell aufrichte. Und freue mich eben ansonsten einfach der netten Gesellschaft und mhm. dir. Das hast du schön gesagt. Freue ich mich. Ja, prinzipiell war natürlich sofort die Panik groß. Ist ja auch abzusehen. Es ist Heim-EM, es ist Olympia nächstes Jahr. Aber unter normalen Umständen sind das keine Events, die davon betroffen sind. Also man muss es beobachten. Aber so wirklich was dazu sagen, wann es wieder weitergeht, kann man nicht, oder? Ja, ich lehne mich ja jetzt gar nicht aus dem Fenster. Ich mache jetzt meine Reha. Wie gesagt, wir sind guter Dinge. Wie lange es jetzt dauern wird, ist eben bei so einer Verletzung nicht absehbar. Ja. Und ich mache jetzt einfach mein Ding. Dein Ding. Guck's Handball. Ich mache mein Ding und gucke Handball. Mach Videostudium. Aber wenn wir natürlich, wenn wir dich jetzt schon mal hier haben, wir haben ja natürlich gerade eine super interessante Situation, auch bei den Rhein-Neckar-Löwen. Zwei Kandidaten sind, es gibt zwei Kandidaten, die eventuell dein Gespann komplettieren. Kannst du das noch ein bisschen diplomatischer ausdrücken, bitte? Ja, wie und soll weniger ich das? Auf den Punkt? Ja, okay. Es gibt zwei, es gibt zwei Kandidaten für die Nationalmannschaft für das kommende Turnier. So. So, die mit dir zusammen wahrscheinlich das Gespann bilden werden, weil du bist ja gesetzt. Also wüsste ich jetzt nicht, wer auf die Idee kommen sollte. Du sitze ich ja eher, weil ich ja nicht spielen kann. Aber ich nehme immer von solchen Äußerungen Abstand, weil es einfach ist, dass wir in Deutschland sehr viele fantastische Torhüter haben. Und Joel und David zählen natürlich zu den aussichtsreicheren Kandidaten, was einen Kaderplatz für die Europameisterschaft angeht. Aber habe ich eben ja auch schon im Podcast erwähnt, dass auch ein Till Klimke im Moment sehr, sehr stark spielt und natürlich auch berechtigte Hoffnungen hat. Und ich denke schon, dass die drei die Torhüter sind, die natürlich hoffentlich neben mit mir bei Alfreds Nominierungsprozess die größten Rollen spielen. Ohne dass ich jetzt halt, wie gesagt, irgendwie mit Alfred gesprochen hätte oder so. Für mich ist mein Ziel ja erstmal fit zu werden, dass ich überhaupt für dieses Turnier nominiert werden kann. Ansonsten ist natürlich ein sehr spannender, wie du sagst, schon vereinsinterner Zweikampf. Wenn du es so sehen möchtest, natürlich weiß ich bei den beiden, dass es so machen, dass sie in beiden Mannschaften natürlich nur das Beste aus sich rausholen wollen und das dann eben so als Konkurrenzsituation wahrnehmen, dass sie einfach versuchen, sich bestmöglich zu präsentieren und zu entwickeln und dann eben beispielsweise Alfred entscheiden zu lassen, wer nominiert wird, weil es beides charakterlich sehr feine Jungs sind, tolle Torhüter auch. Und insofern ist Alfred natürlich einerseits zu beneiden, andererseits nicht zu beneiden, wenn du da die Qual der Wahl hast, aber wir haben noch, was haben wir jetzt, September, haben 3 Monate, in denen noch viel passieren kann, in denen sich der ein oder andere Torhüter auch noch präsentieren kann. Und es ist natürlich sehr, sehr spannend. Klar, wer wird für die Nationalmannschaft nominiert? In den letzten Monaten hatten wir eben eigentlich so das Gerüst. Und da sind dann eben, ich sag mal, die eine oder andere Position, die vielleicht eher vakant war oder sowas, wurde mal gewechselt. Aber der Kern der Mannschaft stand so. Und ja, so wie sich die Lage jetzt darstellt, ist gerade natürlich die Torhüterposition sehr interessant, ja. Luxusproblem kann man das nennen. Also Alfred und die Nationalmannschaft auf jeden Fall. Die Löwen an sich auch, wobei natürlich klar, wenn du drei so starke Torhüter hast, das ist natürlich nicht ganz so einfach, da jedem irgendwie gerecht zu werden. Ja, aber du weißt eben nie, was für Eventualitäten auftreten. Voll. Und wenn du in der komfortablen Situation bist, dass vielleicht jetzt einer, und klopfen wir mal auf Holz, das ist einfach nur was Leichtes, wenn jetzt einer eine Grippe hat und fühlt sich nicht wirklich auf seinem Zenit oder sowas. Und dann gehst du jedenfalls mit einem Torhüter hin, der hat an dem Tag nicht so einen guten Tag. Da verlierst du vielleicht ein Spiel und das kostet dich dann vielleicht auf lange Sicht einen Platz in Europa oder sowas. Und ja, wenn du dann eben drei solche fantastischen Torhüter hast, dann hast du immerhin noch die Möglichkeit, da zu reagieren. Mhm. Ja, ich bin auch kein Fan davon, zu dritt unterwegs zu sein, weil du natürlich selber viel spielen willst. Na klar, das ist ja, aber ist ja logisch. Es hat eben wie bei allem Leben eigentlich seine Vor- und seine Nachteile. Mhm. Was glaubst du, wie viele U21-Weltmeister wir im Januar im Kader haben? So, jetzt mach ich alle fertig, die Jungen. Boah, zähl dich zerreißen. Das ist ja schon alle schlecht. Das ist ja schon eine interessante Frage, finde ich, ehrlicherweise. Weil, das ist eine sehr interessante Frage, weil viele der Jungs sind sehr, sehr talentiert. Ich habe gesagt, David, finde ich, ist eines der größten Talente. Der wird auch die größte Chance haben, da bin ich mir ziemlich sicher. Die hier rumlaufen, aber eben auch, ich meine, jetzt Lichtenstein ist MVP des Turniers geworden, spielt er in Berlin.
Uschins spielt gerade sehr, sehr gut in Hannover. Ja. Spielt sogar mehr als Branko Vujovic, den ich aus Kielce kenne, der ein sehr, sehr guter Spieler ist. Justus Fischer spielt sehr, sehr gut. Kreisläufer ist eigentlich fast noch schlimmer als im Tor. Da haben wir ja ein Überangebot an fantastischen Kreisläufern. Obwohl zum Beispiel ein Peke Pekler noch gar nicht, ob es gar nicht klar ist, ob der zurückkommen kann, ob er zurückkommen will und ähnliches. Schön, dass du zu den Themen rüberleitest, die ich noch ansprechen wollte. Ich dachte mir, wenn du es nicht kannst, dann nehme ich es halt in die Hand. Und obwohl dann Spieler wie zum Beispiel Patrick Wienzek oder sowas schon zurückgetreten sind, die man ja auch auf Weltklasse-Niveau noch hätte. Aber dann hast du eben Yannick Kohlbacher, du hast Johannes Goller. Ja, der dürfte gesetzt sein als Kapitän. Ja? Deutschlands Handballer des Jahres auch. Deutschlands Handballer des Jahres, also einfach auch ein formidabler Typ, abseits und auf dem Platz. Ja, und einfach absolute Weltklasse in jeglicher Hinsicht. Ja, aber da siehst du, da haben wir jetzt einfach mal schon 4, 5 Namen. Und die du auf der Stelle mit Freudentränen in den Augen in deiner Mannschaft begrüßen würdest, wenn du einen von denen an den Kreis stellen könntest. Und dann haben wir davon direkt 5. Ja, ja, und dann ist natürlich schon schwer für einen U21-Weltmeister dann in so einen Kader reinzurutschen, auch wenn du natürlich gerade fantastisch spielst. Und da sind ja viele weitere deutsche Kreisläufer, die ich jetzt nicht erwähnt habe, die aber auch berechtigte Hoffnung auf den Kaderplatz haben und die auch das Niveau dazu haben. Ja? Tim Zeche beispielsweise oder Fürnahme, beide in Erlangen auch, ähnliche Situation wie bei euch bei den Torhütern, haben auch Nationalmannschaft gespielt, haben auch Turniere zuletzt gespielt, haben auch ihre Ambitionen untermauert, warum sie bei der Heim-EM dabei sein dürften. Die und, sollten auf jeden Fall dabei sein, wenn man anderen Leuten wehtun möchte. Ja gut, das kann aber ein Yannick zum Beispiel auch sehr gut. Der macht es oft mit Worten, aber... Was? Da brauchst du doch nicht so überrascht zu tun. Ja, ich bin total überrascht. Ich habe noch nie von Yannick Kohlbacher... Kleine Nebenbemerkung hier beim Podcast. Wir gucken jetzt gerade auf so einen kleinen Fußballplatz drauf und eigentlich wurde mir auch versprochen... Jetzt macht das fast nicht aus. Im Abgang an das Spiel Erlangen gegen oder Rhein-Neckar-Löwen gegen Erlangen, dass Yannick Kohlbacher und Kevin Gerwin einen Disput hatten, wer denn der bessere Fußballer sei. Wobei besser ist jetzt schon wieder schwierig. Das ist ja Komparativ von gut. Das heißt, es würde voraussetzen, dass einer von beiden gut sei. Aber in dem Kontext sagen wir mal einfach der weniger schlechte Fußballer. Und dann haben sie sich eigentlich zu einem altritterlichen 1-gegen-1 Duell verabredet, dass sie aber irgendwie beide heute wohl in schweigsamer Einigung einfach vertagt haben. Ich habe ihn ja nicht gesehen. Also sie haben sich beide quasi nicht in die Augen geguckt, um dann eben das nicht ausspielen zu müssen. Ja, ich verlange, dass das vielleicht auch mit Social Media Unterstützung vielleicht sogar deutschlandweit übertragen wird. Ich denke, das wäre doch ein durchaus amüsantes Spektakel. Ich am meisten schätze, Andi, dass du nicht zu Übertreibungen neigst. Ich muss es mir angucken. Ich wollte es mir live angucken, aber ich muss es auf Fernsehen angucken. Zuschauer, wenn das WLAN-Hotel stimmt, dann... Zuschauer, also ich erinnere mich, wenn wir schon so weit sind, erinnere ich mich daran, dass du Schiedsrichter machen wolltest. Und ich werde sogar Schiedsrichter machen. Ich habe ja gerade hier auch an entsprechender Stelle erfahren, dass man sich an meine Schiedsrichter-Tätigkeiten und Aktivitäten noch sehr wohlwollend erinnert. Ja, und, stimmt. Hast du erzählt gehabt, ne? Ja. Der Max, der unseren Podcast aufzeichnet praktisch, du hast ihn mal gepfiffen bei einem Spiel oder was war der Hintergrund? Ja, hat er mir gerade erzählt, ja. Das heißt, du hast mal Spiele gepfiffen? Ich habe mal auf Bitten meines ehemaligen Trainers Gottfried Kunz habe ich die Schiedsrichterausbildung absolviert und habe dann eben auch Spiele gepfiffen. Ja. Und wenn dann einer meckert, machst du dann... Oh, da bin ich sehr offen mit umgegangen. Er hat mir gerade die Situation geschildert, dass ich dann in Großumstadt... ich kann mich persönlich tatsächlich nicht mehr ganz daran erinnern, eben auch das Spiel unterbrochen habe und dann zu dem Pöbler hingegangen bin, der sich dann mehrfach im Spiel negativ über meine Leistung geäußert hat, gesagt hat, wenn du es besser machst, dann bitte. Wir können uns entweder draußen treffen, scheinbar. Das war die Aussage. Zum Fußballspielen 1-gegen-1 oder was? Wovon ich sonst den Äußeren natürlich Abstand nehmen möchte. Deshalb glaube ich, dass es auch als Jugendlicher falsch verstanden wurde, weil in der Regel habe ich dann tatsächlich die Zuschauer doch aufgefordert, meine Arbeit an der Pfeife zu übernehmen und bitte zu zeigen, wie das denn funktioniert. Anscheinend habe ich zu ihm gesagt, wir können uns auch noch was treffen. Also das, wie gesagt, also das dürfte mit keinem Fall eine maliziöse Intention meinerseits gewesen sein. Ich denke, dass eben da eben auch die Fehlinterpretation vom Felde kam, weil normalerweise, wie gesagt, ich die Leute aufgefordert habe, doch bitte zu zeigen, was sie denn können, wenn sie alles besser wissen.
Wobei ich bin ja auch ein Kritiker des Schiedsrichters, muss ich ja auch zugeben. Ja. Ja, aber man muss ja auch wirklich sagen, als Schiedsrichter hat man es ja auch nicht leicht. So. Absolut also nicht. Es ist auch egal, wie du es machst, eine von beiden nicht. Seiten wird es ja nicht. Ja, aber gerade im Handball nicht, weil ich finde, im Handball hat der Schiedsrichter einfach noch so viel Das stört mich tatsächlich. Es stört mich tatsächlich, so dass, einfach 50. die Schiedsrichter so viel ja. Möglichkeit haben. Und da spreche ich natürlich jetzt nicht von Intention. Oder Spielmanipulation oder sowas, das möchte ich ganz klar distanzieren. Schon richtig, glaube ich. Aber einfach durch vielleicht Interpretationsmöglichkeiten haben die Schiedsrichter eben so viel Einfluss, dass sie vielleicht allein durch ihren Stil, wie sie ein Spiel zu leiten gedenken, eben vielleicht die eine oder andere Mannschaft bevorteilen können. Und das aber auch innerhalb des Reglements. Ja, ja. Dass man natürlich sagt, ich weiß jetzt nicht, dass man zum Beispiel dann sagt, in Deutschland ist eine härtere Gangart erlaubt oder sowas. Oder in Frankreich dann wird das Trikot ziehen mehr geahndet oder sowas. Und dass dann eben keine klaren... Ja, es ist natürlich schwierig, ja. Aber mich stört das eben dann zu oft, wenn ich mir Situationen dann gerade jetzt, wo ich viel Handball gucke, anschaue und sage... Muss man es denn wirklich so pfeifen? Und was mich dann immer stört, ist dieses auf der einen Seite so, auf der anderen Seite so. Mhm. Weil es aber eben beides Entscheidungen sind, die an und für sich jetzt nur im Einzelnen betrachtet durchaus nachzuvollziehen sind, dann eben aber für mich im Gesamtkontext des Spiels nicht zu begreifen sind. Ja, die Spielräume sind zu groß einfach. Ja, genau. Und das sage ich, das macht es auch für die Schiedsrichter unfassbar schwierig, eine richtige Entscheidung zu treffen. Wenn wir jetzt auf der Tribüne sitzen mit Zeitlupe und allem und diskutieren und haben dann nur noch zwei Meinungen. Wie kannst du dann sagen, ja, der Schiedsrichter trifft immer oder muss immer die richtige Entscheidung treffen, wenn wir nicht mal zu einer Übereinkunft kommen können zwischen zwei Handballexperten, die sogar in einem Podcast sitzen und es ja eigentlich wissen müssten? Ja, ja, ich bin da voll bei dir. Also ich meine das auch wirklich ernst. Das ist nicht nur so, ich finde, dass man mit Handballschiedsrichtern deutlich mehr Nachsicht haben muss, weil der Spielraum ist ja in dem Fall nicht positiv. Also mehr Nachsicht, und was ich an der Stelle dann auch nochmal sagen möchte, weil endlich kann ich an der Öffentlichkeit reden, ist, was ich persönlich, glaube ich, von Schiedsrichtern wirklich gerne sehen würde, wäre, dass man zum Beispiel von Anfang unterbindet, dass in irgendeiner Art und Weise Zustände wie im Fußball aufkommen, wo es ja gar nicht unüblich ist, dass Spieler dann Richtung Schiedsrichter gestikulieren, teilweise ausspucken, wenn sie zu dem Schiedsrichter gerufen werden, sich umdrehen, abwinken oder ähnliches, dass diese ganzen Despektierlichkeiten im Keim erstickt würden und wir wissen, es gibt den einen oder anderen Spieler, der sehr aufbrausend gegenüber den Schiedsrichtern ist, der auch sich deutlich teilweise seiner Gestik meines Erachtens nach vertut, dass solche Spieler einfach dann auch direkt eben mit progressiven Strafen dazu angehalten werden, sich doch bitte respektierlich dem Schiedsrichter gegenüber zu äußern, weil ich finde, dass unsere Sportart trotz der sehr großen Härte ich nenne es mal sportlich fairen Brutalität gezeichnet ist, trotzdem eben insgesamt auch vom fairen Teamgeist lebt und eben auch ein sehr gutes Beispiel dafür ist. Mhm. Auf gut Deutsch gesagt, die Leute hauen sich hier die ganze Zeit auf die Fresse und danach sitzen in der Kabine und trinken ein Bier und lachen darüber, wie sie sich da mit dem Ellbogen an der Nase erwischt haben. Ja. Dafür ist Handball ja auch bekannt. Das ist ja auch schön, ist Handball so bekannt, und ich denke, da eben sollte man die Schiedsrichter inkludieren, die natürlich ihrerseits auch meines Erachtens nach dann offener, ich sag mal, zwischen normal geführten Dialogen sein sollten. Also was ja viele Schiedsrichter eben sehr, sehr gut machen auch. Dass man, also das erlebe ich auch als Torhüter, dass ich gerne auch schon mal sage, so, aber passt doch mal auf, der legt sich ja gerne mal hin und der ist ja immer schon direkt am Boden. Mhm. Und dann hat man eben auch eine sehr gute Kommunikation und dann kann man eben seine beiden Ansichten so ein bisschen teilen, sich ja gegenseitig auch verstehen. Wo zum Beispiel der Schiedsrichter sagt, ja, aber er zieht ihn schon am Trikot, und dann sage ich, ja, da hast du natürlich recht. Oder das habe ich natürlich aus meiner Perspektive so nicht gesehen. Ja, aber dass man da eben da ein respektvolles Miteinander praktiziert und komplett Abstand von diesem despektierlichen Verhalten und diesem aggressiven Verhalten nimmt. Und deshalb würde ich einfach Spieler, die dann mit dieser wegwerfenden Handbewegung und sowas gehen, Schiedsrichter gehen oder sowas, würde ich direkt vom Platz stellen. Weil ich persönlich sehe es wirklich sehr, sehr ungern, wie da teilweise gegenüber den Schiedsrichtern gestikuliert wird, weil sie eben auch einen schweren Job haben. Im Umkehrschluss dafür natürlich erbitte ich mir dann von den Schiedsrichtern auch, dass sich quasi, wenn es halt eben in entsprechender Form, was eben die meisten aber auch tun. Ja. Ja. Und es ist ja zum das Glück, finde ich nämlich auch. Das muss ich auch sagen, es ist ja eher die Ausnahme, dass sowas passiert im Handball. Und ich möchte aber, dass es bei maximal Ausnahmen bleibt oder eben eigentlich gar nicht stattfindet. Ja. Es ist jetzt noch kein übergroßes Problem, es ist nur mein persönliches subjektives Empfinden, dass eben an der einen oder anderen Stelle meines Erachtens nach eben schon ein bisschen mehr
mehr Gestik gegenüber dem Schiedsrichter aufkommt oder sowas, und das möchte ich eigentlich in unserer Sportart gar nicht sehen. Ja, du hast recht, es sind natürlich absolute Ausnahmen. Ich finde wirklich auch, dass wir, das finde ich im Fußball immer so ein bisschen, jetzt lehne ich mich mal ein bisschen aus dem Fenster, wir haben im Fußball schon ein paar arrogante Leute an der Pfeife, sage ich mal. Das sind Schiedsrichter, die sich dann schon auch in ihrer Gest, in ihrer Art und Weise sich so einer Kommunikation auch erwehren von vornherein. Jetzt muss man auch dazu sagen, klar, da ist es auch wirklich deutlich schlimmer. Die müssen sich viel, viel mehr gefallen lassen. Das hat sich so eingeschlichen. So, das ist ein Prozess über viele, viele Jahrzehnte gewesen, dass es im Fußball jetzt so ist, wie es ist. Aber ich finde, solche Typen haben wir in der Handball-Bundesliga nicht. Also wenn du mich jetzt heute fragen würdest, welche sind die arrogantesten Schiedsrichter in der Handball-Bundesliga? Ich könnte dir jetzt spontan keinen sagen. Ist einfach so, weil ich meine, klar, ist ja auch mal... Weil es eben dieses sportliche Miteinander immer noch ist. Voll. Und ich möchte aber, voll, dass es da dabei bleibt. Ja, voll. Wir hatten ja, also wer sich über dieses Thema Schiedsrichter auch nochmal ein bisschen so ein Inside-Blick besorgen will, dem kann ich nochmal, ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber guckt einfach mal in unsere Historie. Wir hatten ja Schulze Tönnies zu Gast, 4, 5 Folgen. Absolutes Topper, ja. Voll. Aber das war super interessant, weil die dann auch Sachen auch sehr offen angesprochen haben. Also zum Beispiel, dass sie gesagt haben, ja, also komm schon, als ob wir jetzt die Schritte zählen da unten. Das ist immer eine Gefühlssache und jetzt waren Schritte. Und das fand ich total interessant, wie die über ihren Job gesprochen haben. Und, ja. Aber da, ich finde, wie gesagt, da muss man ein bisschen mehr Nachsicht haben. Also auf dem Feld fällt mir das nicht so auf. Bei den Fans ist es manchmal so, dass ich mir denke, ach, komm schon. Da geht es aber oft auch wirklich über jegliche Grenze hinaus. Ja, voll. Also, voll. Ich verstehe absolut und ich liebe im Handball Emotionen. Ja? Und ich liebe es, wenn Fanlager auch mal Stimmung machen und auch mal pfeifen oder sowas. Aber lass das doch alles in Grenzen, vor allem wenn Kinder in der Nähe sind oder sowas, von gewissen Begrifflichkeiten einfach Abstand nehmen. Ja, provokantes Verhalten gegenüber Spielern oder sowas ist auch mal okay, dann ruft man halt mal rein Torwartfehler oder sowas, dann provoziert man als Torhüter eben zurück und sowas. Finde ich absolut in Ordnung und zum Glück ist es im Handball auch so, dass es ja bei diesen verbalen, wenn überhaupt Ausleistungen bleibt und sowas, bei den Scharmützeln bleibt. Ja. Und das ist, es macht es eben zum Beispiel auch für mich, zum Beispiel in Flensburg zu spielen, immer wieder fantastisch. War das einfach so dieser Hass ist sozusagen, ja. Ich liebe es, wenn die Zuschauer mich auspfeifen, da kriegst du direkt Lust zu spielen, ja. Und in Flensburg ist es eben immer ein Spitzenspiel. Ja. Und dann hast du eben einfach eine grandiose Stimmung da in der Halle und Fans, die da wirklich ihre Mannschaft auch mit nach vorne prügeln sozusagen. Und das macht das dann so ein Handballspiel eben aus, wenn man danach aber dann sich die Hand reichen kann und sagt, okay, trink mir ein Bier zusammen und sowas, ja. Ja. Andi Schmid war auch in der Halle als Experte. Das erste Mal zurück in der SAP-Arena. Da steht ja quasi auch so eine kleine besondere Situation an im Januar. Wir spielen gegen Andi Schmids Schweizer vor 50.000 Leuten. Das ist mittlerweile verbrieft. Das Spiel ist meines Wissens nach ausverkauft. Mhm. Wie sehr freust du dich auch auf diesen Moment? 50.000 hast du noch nicht gehabt, oder? Hast du schon mal ein Spiel vor so vielen Leuten erlebt? Also ich meine, vor jetzt in der polnischen Liga bei Heimspielen. Naja, nee, vor exakt so vielen geht ja gar nicht, weil es ist ja, wie gesagt, ja ein Weltrekord. Ja. Aber gut, dass du es jetzt selber nochmal rausdeutest. Sonst, ja, irgendwann hat Lemgo mal, glaube ich, vor 30.000 oder sowas gegen Kiel gespielt. Ich habe das nicht so genau im Kopf, wie das mit der Zeit jeweils war. Ich weiß nicht, was mein persönlicher Rekord ist. Wird wahrscheinlich irgendwas in der Köln Arena 19.000 oder sowas sein. Klar, gut, das Duell Andi gegen Andi ist natürlich jetzt sehr stark in der Schwebe aktuell. Darf ich sagen, was du über ihn gesagt hast? Zu dem Thema? Ja, kannst du gerne. Also, Andi Wolf hat gesagt, dann geht er mir wieder 60 Minuten lang auf den Sack. Fand ich. Sehr, sehr salopp ausgedrückt, ja, in der Tat. Ja, gut, ist natürlich auch, also auch im höchst positiven Sinne, das muss man jetzt ganz klar sagen. Es geht natürlich darum, dass du bei dem nie so richtig weißt. Es ist ein fantastischer Spieler in der Bundesliga gewesen und natürlich auch in der Schweizer Nationalmannschaft. Und das ist einfach die Art von Gegenspieler, die es einem als Torhüter immer schwer macht. Ja, und klar, wenn du natürlich dann weißt, dass du da bei der Weltrekordkulisse gegen die meines Erachtens doch sehr starken Schweizer spielst und dann eben einen so erfahrenen, so fantastischen Spieler, Spielmacher hast wie Andi Schmid, dann weißt du einfach, dass das Probleme nach sich ziehen wird. Ja. Und gerade so ein Eröffnungsspiel bei so einem Großturnier, gerade bei einem Heim-EM, ist grundsätzlich ja nicht leicht. Ja? Vor allem, wenn du dann auch noch Frankreich in der Gruppe hast, dann bist du schon angehalten, das Spiel zu gewinnen. Und da ist dann eben so ein Mann tatsächlich doch ein Hindernis, dass es zu überwinden geht. Respektive,
ein Hindernis für diesen Mann darzustellen. Also ich bin sehr gespannt, wie es wird, weil also ich bin ehrlicherweise ganz froh, dass wir dieses Spiel, das ist, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, also die sind ja wirklich nicht schlecht, nur gegen die Schweiz ist, ja, aber stell dir mal vor, vom Spielplan her wäre es doof gelaufen, wir hätten da gegen Frankreich gespielt. Ich glaube, dass dann der Heimvorteil so ein bisschen weggeht. Ich meine, 50.000, das klingt erstmal viel, aber oder die wir hätten wirklich... Oder Weltrekord die Franzosen weggeschlagen. Ja, aber die was, wirklich... Was mir persönlich auch sehr viel bedeuten würde, weil ja drei davon in meiner Mannschaft spielen, also... ja, die, auch drei von den ganz guten, aber es ist einfach, du kriegst dann, glaube ich, einfach nicht diesen Druck, weil dafür ist es dann doch zu sehr ein Eventspiel. Ich bin sehr gespannt. Wird eine neue Situation. Wir haben die Erfahrung, wir kennen das. 44.000, der aktuelle Weltrekord, und das sage ich mit einem leichten, weinenden Auge. Mit einem leichten. Aber du bist ja wieder Teil davon. Ja, also. Aber trotzdem ist es ja, trotzdem erstmal schade. Bist du Erster und Zweiter sogar. Ist das nicht fantastisch? 44.000. Hast du noch eins, dann bist du das komplette Podium. Ja, ich bin mal gespannt. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Aber ich finde es ganz gut, dass wir dann gegen Frankreich wieder in Berlin, da kannst du gut... da in kommt Berlin gewinnen, was? Gut Druck drauf kommen. Ja, die Gruppe wird schon... Wer ist denn der Dritte eigentlich? Ich sag mal so, ich klopfe mal auf Holz, aber das letzte Mal, als wir in Berlin gegen Frankreich gespielt haben, haben wir einen Punkt geholt, ne? Das stimmt. Aber wer ist denn der Dritte? Bin ich jetzt gerade voll am Holzweg, ne? Mazedonien. Nordmazedonien, muss man jetzt, glaube ich, sagen. Ne? Ja. Gut, Nordmazedonien ist nicht dabei, deshalb habe ich das abgekürzt. Und Ostmazedonien auch nicht. So. Pardon me. Ja. aber Vorfreude auf so ein Highlight ist schon da, durchaus. Ja. Natürlich, so eine Heimwehr ist absolut fantastisch. Man sieht ja auch, wie viel Wirbel da jetzt schon drum ist. Und das ist noch ein gutes Vierteljahr hin. Und klar, werde ich natürlich jetzt erstmal arbeiten müssen, dass ich da auch wirklich dabei bin. Das trübt die Vorfreude aktuell ein klein wenig. Aber das ist natürlich ein Event. Ich denke, Andi hat das ja auch schon irgendwo erwähnt, dass das ein ganz besonderes Event sein wird. Und er hat, glaube ich, gesagt, wenn ich mich richtig erinnere, dass das ein Event wird, das alle anderen, die da gewesen sind, in den Schatten stellen wird. Und er ist ja nicht nur auf dem Feld ein sehr intelligenter Spielmacher, sondern auch abseits des Feldes ein sehr patentes Kerlchen. Deshalb wird er wissen, wovon er redet. Und ich denke, dass vielerorts die Erwartungshaltung ist und dass was ich so mitbekomme, auch alles dafür getan wird, um dieser hohen Erwartungshaltung gerecht zu werden. Und deshalb denke ich, dass uns da ein absolutes Handballfest erwarten wird. Und ich hoffe natürlich, dass wir auch unseren Teil dazu beitragen, dass die Party bis zum Ende gefeiert wird. Andi, es wird wahrscheinlich der letzte große Höhepunkt in der Karriere von Andi Schmid sein. Also hoffentlich keine 10 Tore gegen Deutschland. Das hoffen wir. Also gut, wenn wir dann trotzdem noch mit einem guten Abstand gewinnen, soll er von mir aus 10 Tore machen? Ja gut, wenn wir trotzdem 40-10 gewinnen, dann nehme ich 10 Tore von Andi. Gut, das wäre vielleicht ein bisschen, die Messer da ein bisschen arg hochgesetzt, glaubst du? Aber das wäre mein Wunschergebnis. Also. Ja, das könnte ich auch mitleben. Also ich halte es absolut nicht für realistisch, weil ich sage, die Schweiz ist nicht stark, aber man kann ja träumen. Was glaubst du, wie komisch ist das für ihn, dass er ein halbes Jahr später der Cheftrainer von denen ist? Das finde ich so komisch. Also der spielt dann mit denen noch die EM und ist dann ab Sommer deren Cheftrainer. Er freut mich ein paar Jahre nochmal. Möchtest du mal Bundestrainer werden? Auf gar keinen Fall. Also ich habe auch keine Ahnung von Handball, das ist ja das Problem. Aber also. Torwarttrainer irgendwann, ja. Aber noch kann ich mir aktuell nicht vorstellen, jetzt quasi, wie du sagst, jetzt heute hier zu sitzen oder dann in der Halle zu sitzen mit den Jungs und dann ein halbes Jahr später so, ja, jetzt bin ich übrigens euer Trainer. Hatten wir ähnliche Situationen mit Krzysztof Lierski in Kielce, mit dem wir auch zusammen gespielt haben, jetzt ist er unser Co-Trainer. Ist schon ein bisschen was anderes, weil irgendwo hat man zusammen gespielt und hat zusammen was gegessen, was getrunken, ja, und Sachen erlebt so. Und man hat ja immer eine andere Sicht auf die Dinge als Spieler, als gegebenenfalls als Trainer. Und das ist dann, also kommt schon so ein bisschen hier und da zu einer komischen Situation, weil du dann eben schon merkst, dass er jetzt quasi ins andere Lager gewechselt hat. Ja, wenn du es mal so ausdrücken möchtest, was eben dann vielleicht das ein oder andere Streitthema angeht. Ja, verstehe. Ja, dass er dann nicht die Meinung vielleicht vertritt, die er vorher vertreten hat, sondern jetzt eine andere Sicht auf die Dinge hat. Und kann ich mir schon schwierig vorstellen, aber also wenn es dann jemand ist wie Andi Schmid, dann, also ich denke, das wird der Schweiz nur gut tun, dass so ein Mann da der Nationaltrainer ist, und das wird die Schweiz massiv nach vorne bringen, ohne jetzt die Arbeit des aktuellen Bundestrainers. Wer ist das bei der Schweiz?
nennen wir es auch Bundestrainer, wenn es nicht so ist, tut es mir sehr leid, schmälern zu wollen. Ja. So, nee, aber so ein Andi Schmid hat das einfach... Bundestrainer nennt man das, glaube ich, nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Nationaltrainer. Natti Trainer. Ja, stimmt, ja. Das Erste, was kommt, ist... Ich weiß bei Nikola Billig, mit den Österreichern, sagt er immer Nationalteam. Jetzt würde ich mich ja verfluchen, weil ich kann seinen Dialekt ums Verrecken nicht imitieren. Andis. Nico Billig. Billig, ja. Weil er immer so Nationalteam sagt. Aber der ist immer diesen schönen Wiener. Aber der ist doch Österreicher. Der ist Österreicher, ne? Ja, deshalb genau. Ja, Nationalteam. Ja, stimmt schon. Auf Russisch heißt es irgendwas anderes. Also. Michael Suter ist Trainer der Nationalmannschaft. Ja. Ich war kurz verwirrt, weil da Inka Grings stand, aber ich hatte die Sportart nicht dazu geschrieben. mein Lieber, schön, dass du da warst. Ich glaube, wir könnten noch eine Stunde, locker. Ich würde sagen, jetzt sind wir schon fertig, oder was? Ja, wir machen gerne noch einen. Du bist ja noch ein paar Wochen da. und vielleicht wirst du ja noch Kommentator von diesem epischen Fußballspiel, das du jetzt hier angezettelt hast. Bin ich gespannt, ob es dazu kommt. Und das werde ich auf allen meinen sozialen Medienkanälen. Das und das sehen dann viele Leute. Vielleicht können wir sogar Karten verschenken. Oh, wir werden sie nicht verkaufen. Oder wir verkaufen sie für karitative Zwecke, ja, oder sowas. Ja. Also wenn sich das einer wirklich angucken möchte, dann muss er ganz tief in seine Seele gucken. Wie heißt die Arena in Frankfurt? Ist das jetzt die Commerzbank Arena noch? Ne, Deutsche Bankpark heißt die. Deutsche Bankpark, vielleicht können wir da mal anfragen. Ja. Den kriegen wir voll. Ja, aber ganz ehrlich, du möchtest den Rasen nicht sehen, wenn Yannick Kohlbacher und ich mit unseren grazilen Körpern da mit fertig sind. Also, das Einzige, was wir natürlich, worauf wir die Leute darauf vorbereiten müssen, ist, dass es kein langes Spektakel wird, ne? Naja, also ich muss das innerhalb dann, das der ersten zwei so Minuten schlagen, danach kann ich nicht mehr laufen. Aber ich wünsche mir, dass du so ein, weißt du, Zidane-Roulette gegen Yannick machst, weil das wird ihn so frustrieren. Ja, dann haut er mich ja beim nächsten... Dann haut er dich sowas von. Dann haut er mich so um. Aber das werden wir vorher in der entsprechenden Klausel festhalten, dass wenn Kevin natürlich nicht durch Eigenverschulden, durch Fremdverschulden, sprich Yannick, verletzungsbedingt nicht weitermachen kann, eher als der Sieger gekürt wird. So. Unabhängig vom Punktestand. Also, geil, du bist auch sowas wie mein Anwalt offensichtlich. Ja, das kann ich auch. Sehr geil. Ich meine, als Schiedsrichter bist du ja quasi, bist du Richter, ja, Anwalt. Ja, in dem Fall. Werde ich Richter, Henker und Geschworener. So. Vielen Dank, dass du da warst. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich fand's auch okay. Wir wünschen dir erstmal natürlich gute Besserung und hoffen, drücken die Daumen, dass alles so verläuft, wie es verlaufen soll. Geh davon aus, wir sehen dich noch mal das ein oder andere Mal in der SAP Arena, wenn die Löwen spielen. Und vielen Dank erstmal, dass du da warst. Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Dann, das war Folge 80. Folge 81 wird logischerweise dann folgen. Wie gesagt, nochmal der Hinweis, wir haben jetzt nicht mehr den Mittwoch so als zwingenden Veröffentlichungstag, sondern sind da jetzt ein bisschen flexibler geworden. Am besten abonniert ihr tatsächlich unseren Podcast auf diesen ganzen einschlägigen Seiten, dann bekommt ihr nämlich immer eine kleine Erinnerung. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Das war's von uns für heute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Das war Löwenfunk, eine gemeinsame Produktion der Rhein-Neckar-Löwen und RPR1, präsentiert von der WTG-Gruppe. Neue Folgen erscheinen alle 2 Wochen, überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal.